Er ist der Jahrhundertmann, Prinz Philipp. Der Familienvater, der in 73 Ehejahren immer hinter seiner Queen stand. Beliebt im Volk und über die Grenzen des Commonwealth hinaus. Gleichzeitig gilt er als Technikfreak, Frauenschwarm und immer wieder ins Fettnäpfchen-Treter. Auch der Umweltschutz lag dem WWF-Ehrenpräsidenten am Herzen. Was den meisten nicht bekannt ist, so gut sprach der Prinzgemahl Deutsch, wie ein seltenes Interview von 1984 zeigt. Ja, es wäre natürlich sehr schade. Und es wäre für die Ramsar-Konvention wirklich ein Schicksal, weil das hier ist eine Konvention, wo 35 Staaten haben das unterzeichnet und dann plötzlich kommt einer, der das Konvention unterzeichnet hat und macht etwas ganz dagegen. Mütterlicherseits stammt der 1921 geborene Prinz von Griechenland und Dänemark dem Hause Battenberg ab, einer Nebenlinie des Hauses Hessen. Vom mittellosen Prinzen mit deutschen Wurzeln wird er zum Jahrhundertmann der britischen Monarchie. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, soll er einmal über die magische 100 gesagt haben. Am Ende fehlten ihm 63 Tage. 99 Jahre und 302 Tage wurde Prinz Philipp alt. Die Öffentlichkeit gab ihm viele Titel. Am Ende bleibt er der Jahrhundertprinz. Ich habe mir angewöhnt, am Anfang immer etwas Schmeichelhaftes zu sagen, damit man es mir nachsieht, sollte ich aus irgendwelchen Gründen später ins Fettnäpfchen treten. So der Duke von Edinburgh. Und Fettnäpfchen gab es reichlich. Den Bundeskanzler Helmut Kohl begrüßte er 1997 während der Hannover Messe mit den Worten »Guten Tag, Herr Reichskanzler«. In Erinnerung bleibt auch sein ganz eigener, trockener Humor und sein Händchen für spezielle Fragen. Und Jagen ist auch nicht ein bisschen. Also, nein, überhaupt nicht ein bisschen. Wasservogel ist es. Nein, das hat der Weltwildlife Fund in seinem Bereich gemacht. Ja. Man darf nicht im Wasser schießen, aber man kann hier draußen schießen. Draußen, da rundherum, ja, Leute. Legendär sicher auch die Runden seiner Männerclubs. Hier wurde er nur The Naked Waiter, der nackte Kellner, genannt. Angeblich soll der Prinzgemahl bei einem Junggesellenabschied ein Abendessen nur mit einer klitzekleinen Spitzenschürze bekleidet serviert haben. Neben seiner wilden Seite hatte Prinz Philipp aber auch ein großes Herz für seine Familie. Er war ein hingebungsvoller Vater und Opa. Ohne eigene Familie in seiner Jugend fand der Seemann Philipp Zuflucht in der Royal Navy. Eine Heimat fand der Kriegsheld Philipp mit Elizabeth. Mit verschlechterndem Gesundheitszustand im Krankenhaus kehrte er zuletzt dorthin zurück, wonach er in seiner Jugend immer suchte, in sein Zuhause. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.